Filmaufnahmen kommen immer mehr an Bedeutung und heute hat Instagram eine neue Funktion vorgestellt, beziehungsweise eine komplett neue App. Und vor allem wir als Fotografen nutzen Instagram mehrere Stunden am Tag. Und die Funktion, die jetzt noch mehr Videos beinhalten soll, die gucken wir uns jetzt einmal ganz schnell zusammen an. Also viel Spaß! Ab heute ist es möglich, nicht nur 60 Sekunden auf Instagram hochzuladen, sondern ganze 60 Minuten. Denn ab heute hat Instagram eine neue Funktion vorgestellt und dabei ist es möglich, ganze 60 Minuten im Hochformat hochzuladen. Wir haben uns das Ganze mal angeguckt und uns mal angemeldet, den ersten Content hochgeladen, denn das Ganze wird in Zukunft immer wichtiger, denn Videomaterial wird viel, viel häufiger und viel mehr konsumiert als nur Fotomaterial, was bisher auf Instagram viel mehr vorhanden war als bei Facebook und bei YouTube. Deswegen ist Instagram mit auf den Zug aufgesprungen, möchte da jetzt YouTube ein bisschen konkurrieren. Wir sind mal gespannt, ob das klappt. Seit heute ist das Ganze möglich. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Guckt es euch einfach mal selber an. Was haltet ihr davon? Ich zeige euch jetzt einfach mal meine ersten Eindrücke und wie ich mich da angemeldet habe. Also, viel Spaß. Im App Store findet ihr die App IGTV, die installiert ihr erstmal und danach seht ihr direkt, dass die App sich mit eurer Instagram-App synchronisiert und auch direkt euer Profil vorgeschlagen wird, ob ihr damit fortfahren möchtet. Das macht ihr natürlich und als nächstes kann man die Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren und zack, da sind wir auch schon in der App und jetzt seht ihr auch schon, dass euer Profilbild zu sehen ist. Dann könnt ihr einmal dieses IGTV durchsuchen nach Content und Inhalten und bei mir wird jetzt auch direkt schon quasi das vorgeschlagen oder Leute vorgeschlagen, denen ich folge. Nico Rosberg zum Beispiel hat ein Tesla-Video gepostet, Krodak und Gers gucke ich mir gerne an, der hat auch schon was gepostet. Ich denke, das ist alles und das ist alles Content, das muss alles Content sein, was extra für IGTV angelegt worden ist. Das heißt, das sind keine Instagram Stories, sondern das ist extra schon hochgeladen worden, obwohl es die Funktion erst zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal 4 Stunden gab in dem Moment. Und jetzt könnt ihr euch mal den ganzen Content hier angucken. Und jetzt kommen wir einmal dazu, wie man selber Content hochlädt. So, ich habe mir jetzt per AirDrop auf mein Smartphone ein Video geschickt, was wir vor einigen Wochen produziert haben in Island für einen Reiseveranstalter. Das Ganze habe ich jetzt als natürlich 16:9 Format auf meinem Smartphone, wähle das Ganze aus und lade das bei IGTV hoch. Und jetzt könnt ihr das Ganze quasi noch ein bisschen bearbeiten. Das heißt, ihr könnt einen Titel festlegen, ihr könnt vorher sagen, wie das Titelbild aussieht. Dann könnt ihr quasi ein eigenes Thumbnail, so verstehe ich das auf jeden Fall, hochladen oder ihr könnt ein Bild aus dem Video wählen, wo ich mich jetzt für entschieden habe. Und wenn das Ganze passiert ist, kann man das Ganze natürlich noch auf Facebook teilen oder nicht. Eine Titel und Beschreibung habe ich noch eingegeben und dann kann man das Ganze veröffentlichen. Jetzt wird es gerade noch hochgeladen und im Hintergrund läuft quasi noch anderer Content und jetzt seht ihr quasi mein Instagram-Profil. Jetzt bin ich gerade noch ein bisschen am Suchen, ob ich das unter den Stories finde. Aber da finde ich es schon mal nicht. Und der Content wird jetzt euren Followern oben angezeigt, dass ihr dann ein Video gepostet habt. Und gleichzeitig könnt ihr euch auch ein paar Statistiken anzeigen lassen. Das ist nicht so wie bei den Stories, dass ihr sehen könnt, wer das Ganze besucht hat. Ich konnte es auf jeden Fall nicht. Ich konnte mir nur eine Anzahl der Besucher anschauen. Und das Ganze kann man sich aber auch noch mal quasi mit seinen Highlight-Stories auf sein Profil packen. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, das war's erstmal. Vielen Dank fürs Einschalten und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Danke, ciao.